Okay, da haben wir den Kauz. Hauptmann Kauz. Okay, Blitz, Explosion, Erde, Licht. Haha! Bist du, es etwa Doronia? Welch angenehme Überraschung! Ich bin wieder da! Dank dieses abtrünnigen, diesen ehemaligen himmlischen Korvus. Oh Hund, jetzt reißt ihr den Schnabel auf und glaubt, dass ihr, oh Hund, was zu sagen hat. Huhu! Aber ich werde ihm schon zeigen, wer hier der Obervogel ist. Aber das muss warten. Jetzt gibt es Dringendes zu erledigen. Zu tun, würde ich sagen. Zu tun, Beispiel, dich im Kampf zu zerfetzen. Hauptmann Kauz Runde 2. Okay. Okay, was war das? Energie, Feuerkraft, nein. Licht, Licht. Dunkelheit, Erde. Blitz, Explosion. Wind und Donner. Wir gehen nur auf. Licht. Dann als nächstes Genehmigungsbegeben. Ja. Bleib standhaft. Prachtvolle Parade. Wir machen Duldsamkeit und hier machen wir als erstes Stolzismus. Okay. Das war knapp. So, wir werden jetzt erstmal. Baut sich Thron vor den Feind auf. Sehr interessant. Wir werden jetzt erstmal kurz Prügelknabe auf Doris machen, bevor Doris gleich down geht. Wir setzen hier jetzt mal eine Mehrheilung ein. Und könnten Zauberspiegel benutzen. Ja, ich weiß, mega. Ne, wir machen Mega-Stärkung. Wir machen magische Barriere. Schützt vor Zaubernangriffe. Machen wir erstmal Barriere. Und hier machen wir jetzt Helmspalter. Das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Wieder Saus. Lässt ein Stück wie eine Bombe ein. Kriegt 15 Schaden. Okay. Mehr Heilung. Jetzt machen wir gleich eine Multi-Heilung. So, jetzt ist die magische Barriere und dann. Schauen wir mal. Als nächstes. Energieschub auf Justin. Default Multiheilung. Megastärkung. Was machen wir hier? Doppelmoppel war das. Steigt Angriff gewaltig. Auf Kosten der Abwehr. Ja, machen wir doppelt. Justin ist okay. Konzentration steigt.
So, hochgeheilt komplett. Energieschub. Megastärkung. Und hier müssen wir. Erhöht sich ein wenig. Haltung. Das sind. Normalisiert sich gut. Dann können wir ja jetzt. Falkenhieb einsetzen. Ja. Antimagie. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber was soll's. Dann machen wir Prügelknabe Default und greifen mit Axt der Angst. Könnten auch blinde Kuh einsetzen. Machen wir blinde Kuh. Ja, das wäre ja zu einfach. Aber der sollte jetzt eigentlich auch in den nächsten Runden down sein. Und zwar jetzt. Ein epischer Abgang. Ein epischer Abgang. Ah, schon geil. So, Dorun erreicht Stufe 42. Und 5 Talentpunkte. Die gehen nirgendwo rein. Doch ins Schild. Ins Schild gehen die jetzt alle rein. Ja, Schild ist gut. Schild ist gut. Blockenspiel. Ja. Talent Abwehrchampion. Und steigt weiter. Ja, jetzt kriegen wir hier Schildträgerin, blabidub. Begabte Blockerin. Leibwächterin. Abwehrass, ja, danke schön. Und was bekomme ich? Ein Malefizit. So, dann. Was macht nochmal Malefizit? Ne? Malefizit, was machst du denn? Dieser Zauberstein wirft Flüche auf Anwender zurück. Alchemisiere ihn. Ah, okay. Gut, dann heißt, der nächste ist halt Hauptmann Cut. Der müsste jetzt auch gleich kommen. Links oder rechts? Wir gehen erstmal rechts. E18 war schon, ey. Das ist so krass. Okay, hier haben wir neun Monster. Da ist eine Treppe. Eine Tür und wieder Gegner, die sich hier quetschen. Ne, wir machen hier, ich gucke jetzt mal, wie viel Heilung mache ich jetzt schon mit einer normalen Heilung ohne irgendwas Besonderes. Ja, fast 80 Heilung ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, Falkenhieb, Default, das und das. Zack, zack, zack. Oh. Ein Plünderprügel, ein Plündererprügel. Was ist das wieder? Das hab ich. Wie ich gerade zum ersten Mal. Plünderer Prügel. Oder habe ich davon schon was gehabt? OP. Okay, das scheint wohl eine Ausrüstung zu sein. Was ist ein Plündererprügel? Ah, ein Hammer! Dieser Lieblingsknüppel der Dämon bringt Zerstörungspotenzial. Oh, ein Hammer! Ja, ja, Gift, Gift, Gift. Das ist mir eigentlich völlig egal. Einfach angreifen.
Autsch. Das hat jetzt weh. Machen wir gleich eine Multiheilung, wenn wir dazu noch kommen. Wahrscheinlich. Multiheilung und angreifen. Aua. Komm, Multiheilung. Dankeschön. So, das hin, hau ihn um. Sehr schön. Ach, das ist keine Tür, das ist eine Treppe. Eine Leiter. Die führt aber nur zu dieser Truhe hin. Okay. Zauberbannreif. Nee, das ist Kopf. Was? Weiblich, nein. Ein Weiser kann das tragen, Weiße, aber ist leider oft nur für weiblich. Warum? Das hätte jetzt so geil gewesen. Dann wäre dieses Zöpfchen-Zöpfchen-Zeug da weg. Ey, das sind auch echt Viech. Schon wieder zwei, okay. Wir gehen schon mal da drauf. Boom! Ja, das macht wirklich gerade Boom. Stinkwütend. Von mir aus. Zack. Er fällt noch nicht um. So, wir greifen ihn an. Multiheilung. Doris greift ihn an und. Ich hoffe, das reicht aus. Schauen wir mal. Für ihn reicht es aus. Und da er der Nächste ist, passt das. Schatztruhe. Teufelstattoo. So. Hallo. Machst du mal bitte das hier. Ach, was haben wir denn hier? Jetzt sind wir draußen. Und nun? Okay. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Lavaklumpe. So, So, heilen. Oh, neue Monster. Kranke okay, kranke Tigersaurus. Ne, Tigertaurus. Hört doch auf mit diesen Bomben hier, ey. Mach ich. Todesstoß. Okay. Der pfeift hier rum, aber passiert gerade nichts. Aber heißt das provokant, dass ich ihn angreifen soll? Sowas ähnliches oder was? Okay, ich bin doch. Ey, 10 bin ich schon. Wie bin ich denn jetzt so schnell hier hingekommen? Aber da war ja noch. Moment, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich muss zurück. Tut mir leid.
Gletschergeist. Sehr interessant. Ich muss mal einen Schritt zurück, weil auf der anderen Seite, wo wir nicht alles erkundet haben, da könnte noch eine Truhe versteckt sein. Einfach jetzt kommt, greift an. Dann müsste jetzt gleich die Katze kommen und kommt dann schon Corvus. Glaube ich nicht. Weil Barbaros kommt ja bestimmt auch noch. Den haben wir auch noch vor uns irgendwie. Überhaupt zu blocken. Sehr schön. Sehr schön. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Dass ich jetzt den ganzen Weg... Oh, kommt, ey. Was ist das denn hier? Die sind einfach zu eng. Wandstrache, ja, das passt irgendwie auch zu dir, ey. Du versperrst den ganzen Weg. So, tschüss. Okay, dann... Leider zurück. Weil da unten war noch was. So, hier meine ich jetzt auf der anderen Seite. Na komm. Man kann sich nirgendwo durchquetschen. Was soll das? Bemerk mich ja, dann lass mich doch durch. Komm, haut den jetzt um. Komm, noch einer? Ja, vier. Sehr schön. Das war doch schön. Das war doch schön. Erste Runde direkt besiegt. So. Hier meine ich. Dachte ich, da geht's auch noch weiter. Hier geht's ja auch noch irgendwo hin. Da war nämlich eine Treppe. Die führt nach unten. Aha. Ja, zu einer Truhe. Rostiges Schwert. Ich guck mal nur mal die Angriffskraft an. Ein rostiges Schwert ist... Hat aber ziemlich viele Angriffskraft. Ich hätte Angst, dass das irgendwie kaputt geht. So, noch ihn. Huschelt bloß herum, das ist gut. Dann können wir ihn ja jetzt locker flockig besiegen. Alles kein Thema. Jetzt können wir da hinten komplett alles machen. Warte, nee, doch nicht. Hier oben ist eine Leiter. Ist eine Abkürzung? Und wer jetzt was? Nö, wo bin ich denn jetzt gelandet? Zu einer Sackgasse. Alles klar. So. Jetzt hier den ganzen Weg nochmal. Sicheres Geleit haben wir auch nicht mehr. Kann ich mich hier durchquetschen? Nein, der hat mich gesehen. Auch noch wieder zwei. Ach, hört doch auf.
So, jetzt aber. Dreimal. Eins. Zwei. Drei. Jetzt mit die 3. Das sollte eigentlich schon ausreichen, genau. Die Vorderreich, Stufe 42. 5 Talentpunkte. Die gehen hier rein. Kann noch mehr MP absorbieren. Jawohl.